Guten Morgen hier aus der von der Vulkaninsel. Ja, hier an diesem wunderbaren Platz verbringe ich noch den heutigen Tag, um dann morgen in meine Winterresidenz zu reisen. Und ich genieße dieses Nachchillen sehr. Die Ritualplätze sind fast für mich alleine da zur Verfügung. Und so kann ich auch den heutigen Sonnensturm hier meditierend in meinem Medizinrad, seht ihr noch die Umrandung, an dem wunderschönen Meer verbringen. Und da dachte ich, ich nehme das jetzt wieder einmal als Anlass her, um ein paar Worte zu euch zu sprechen. Ich finde das mega spannend mit den Sonnenstürmen und im Gegensatz zu vielen, vielen, die nicht schlafen können, schlafe ich ausgezeichnet. Also ich habe jetzt im November, glaube ich, noch nie so gut geschlafen in den letzten Jahren wie jetzt. Das hängt wahrscheinlich auch mit der Magie dieser Insel zusammen und mit der Unterstützung auch in der jetzigen Transformation, die notwendig ist. Und ich möchte euch daran erinnern und erinnere auch mich immer wieder daran, dass gerade in der Zeit, in der wir jetzt sind, es so wichtig ist, so sich in dieser Wahrhaftigkeit und in dem authentisch Sein zu üben und auch Grenzen zu setzen. Ja? Also die eigenen Grenzen wahrzunehmen und kennenzulernen und die auch schützen zu lernen, genauso wie die anderen Grenzen. Und es kommen uns jetzt so viele Dinge in unserem Leben, Handlungen, Handlungsweisen, dann so wie wir auch emotional reagieren, ja, auf die Welt und auf das, was geschieht. Da kommen wir mit so viel in Berührung, ja, da kommen auch so viele Sachen an die Oberfläche, auch über unsere eigenen Handlungen und Worte, wo wir spüren, da stimmt es nicht ganz mit der Energie, da fühlen wir uns nicht wohl damit auch, eben weil sie dem nicht dienen, ja. Und ich bin überzeugt davon, dass das das Allerwichtigste ist, dem wir uns jetzt widmen können, ja. Also zu sehen und zu schauen, wo bewege ich mich, wie bewege ich mich, in welchen Räumen, in welchen Systemen, ja, und was fühlt sich gut für mich an, was fühlt sich nährend für mich an und was fühlt sich nicht so gut für mich an. Und manchmal muss man da auch ein klares Nein setzen, wenn du spürst, ja, dass da Energien sind, die dich unruhig machen, die dich unsicher machen oder die etwas in deinen Raum, in dein Feld bringen, ja, was sich unsicher anfühlt, was dich nachgrüben lässt auf eine unangenehme Art und Weise, ja, wo du dann wieder in die Verantwortung kommst, wie du das am besten ausbalancieren kannst oder dieses Harmoniebedürfnis, ja, in dir wieder nach dir greift und du dann vielleicht Kompromisse eingehst, die wiederum nicht der Wahrhaftigkeit dienen, sondern dazu dienen, irgendwelche Sachen zu befrieden, ja, die dann wieder versteckt werden oder nicht gesehen werden können. Und ich hoffe, du verstehst jetzt auch, was ich dir sage. Und Dinge in die Klarheit hineinzubringen oder aufzuklären oder auch Lösungen zu finden für irgendwelche Herausforderungen oder Strudel oder Verwicklungen, in denen man drinnen ist, das ist die jetzige große Aufgabe, die an uns gestellt wird. Und da sind wir wieder bei den alten indigenen Prophezeiungen, die davon sprechen, dass wir in einer Zeit sind, in der es ganz wichtig ist, zu überlegen, was von all dem, was wir gelernt haben oder was uns gelehrt wurde, ja, die ganze Beschreibung und Wahrnehmung der Welt, wie sie ist, wie sie zu sein hat, ja, die ganzen Konditionierungen, die uns in uns sind, ja, das sind
nicht nur die Erziehung, ja, oder die Art, wie uns die Bezugspersonen begegnet sind, sondern das sind auch die, unsere vergangenen Inkarnationen spielen einen ganz wichtigen Teil, Unerlöstes, ja. Da gibt es vieles, was wir in diese Leben mitwirken oder auch das natürlich von unseren Ahnen und Ahnen, was sie alles getragen haben. Ja? Letztendlich sind wir in einer sehr, sehr gnadenvollen Zeit. Wir haben eine Chance jetzt. Und diese Chance ist, dass wir, dass die Zeit dafür da ist, dass wir eine Welt träumen können, und damit sind auch unsere Emotionen, unsere Handlungen, unsere Worte gemeint. Aber wir haben jetzt die Chance, eine Welt zu träumen, in der es eine Zukunft gibt, in der für alle Menschen auf dieser Welt und genug da ist, ja, genug zu essen, genug Lebensraum und genug Kleidung. Also es wäre überhaupt kein Grund, so zu streiten, wie die Menschheit streitet. Ja. Und wo wir auch lernen dürfen, die Glückseligkeit zu leben und vor allem aber auch eine Zukunft schaffen für unsere Kinder, Kindeskinder, Kindeskinder, eine Zukunft ohne Furcht und ohne Angst. Und da ist deine Integrität gefragt. Und du hast sie. Die will jetzt erwachen. Ja? Wir sind in der Zeit, wo der heilige Traum eines jeden Einzelnen erwacht. Das ist der Grund, weswegen du geboren bist. Ja? Das ist das Erbe, das du in dir trägst. Das erzähle ich schon seit über 30 Jahren den Menschen immer wieder und immer wieder. Und schaut mal, es sind so viele spirituelle Felder, die sich geöffnet haben, zu denen wir Zugang haben, mit denen wir verbunden sind, ja? Die uns unterstützen. Und ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass die Heilung für das, was jetzt ist, ja, und die einzige Chance, das auch ist, dass wir uns diesen spirituellen Feldern wieder zuwenden, ohne den Wahrheitsanspruch oder den Absolutheitsanspruch für sich zu klamieren. Ja? Und ohne das wieder heilige Kriegen entstehen. Also gerade wir in diesen spirituellen Räumen sollten da mit einem guten Beispiel vorangehen. Ja? Und wir könnten in so viel schöner Harmonie leben und einfach nur das Menschsein genießen. Wir sind auf dem Weg dazu. Und hier noch einmal eine kleine Runde von meinem Medizinrad. Mal schauen. Hier ist die Göttin der Insel. Ah, drehe ich die Kamera? Ja. Und schaut einmal das an. So schön. Es ist fast windstill hier. Und ich höre nichts, außer die Sirene jetzt im Hintergrund. Absolute Stille ist hier. So viel. Nicht einmal ein Vogel singt. Die kommen am Abend und in der Früh, aber es ist nur still. Ein wenig wie von weiter Ferne das Meer und der Wind. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und sende dir ein paar Strahlen des goldenen Lichtes hier auf der Insel. Alles Liebe zu dir.